Bibi bekommt einen Jungen. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe es gewusst, ich habe es prophezeit, Bibi ist schwanger. Ich war zwar der festen Überzeugung, dass Bibi 12 Monate lang schwanger ist, aber immerhin habe ich es ja erraten. Ich war aber nicht der Einzige, der das prophezeit hat, sondern jemand, den ihr natürlich von meinem Kanal kennt, hat auch besondere Quellen, die das im Vorhinein schon prophezeit haben, dass Bibi schwanger sein wird. Und diese Person ist Anita Girlintainment. Hallo Anita. Keine Ahnung, was mir da eingefallen ist. 12, das könnte für 12 Monate stehen, das würde somit die These der Schwangerschaft bestätigen. Weiterhin nur rauschen. Wie dumm bin ich? Welches Kind ist 12 Monate lang im Bauch der Mutter? Aber zumindest habe ich es gewusst, dass sie schwanger sein wird. Irgendwie habe ich das im Gespür gehabt, aber nicht nur ich, sondern auch die Eskada. Ja, mein Pferd, ich habe so ein Pferdeorakel gemacht und habe sie entscheiden lassen. Entweder ist Bibi schwanger oder auf der anderen Seite, sie bringt einen neuen Song raus. Ich war mir 100% sicher, sie ist sicher nicht schwanger. Und mein Pferd, ich habe den Test zweimal gemacht, weil einmal der Nachbar so mega laut Rasen gemäht hat. So, ich mache das Video nochmal und zweimal ist sie schon wieder dorthin gegangen. Ich bin so verrückt. Und also, dann ist sie wirklich schwanger. Also wenn das kein Beweis ist dafür, dass dein Pferd übernatürliche Fähigkeiten hat, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Also, ich kann mich noch erinnern, als wir Bibi und Julian getroffen haben. Du warst so ungut zum Julian. Du bist zum Julian hingegangen, hast ihn angesprochen, dann hat er irgendwas gesagt und du hast einfach mal so deinen Apfel so abgebissen oder so. Du bist der Julian, der Freund von, ja, von der Bibi, oder? Ja. Sag mal für mich. Komplett desinteressiert, das war mega lustig. Mir war das so unangenehm. Oder wo ich die Bibi mit der Flasche interviewt habe, das war auch mega lustig. Bibi, eine Frage. Sehr schön. Oh Gott, so peinlich. Ja, aber wenn es um die zwei geht, anscheinend haben wir da irgendwie intuitiv Fähigkeiten, die wir vorher nicht abschätzen hätten können. Eins hat die Eskada und ich auf alle Fälle gemeinsam und das ist nicht nur der Pferdeschwanz. Natürlich auch. Mein Pferd hat keinen, by the way, gell? Keinen Pferdeschwanz? Hast du den abgeschnitten? Ja, und? Wovon redest du denn hier, Anita? Ja, sag einmal. Auf jeden Fall, wir haben es gewusst, aber wir trauen uns ja noch weiter, uns aus dem Fenster zu lehnen. Wir sagen nicht nur, wir wissen, dass sie schwanger ist im Vorhinein, sondern wir stellen auch noch eine sehr, sehr große Behauptung auf. Wir sagen, Bibi bekommt einen Jungen. Nein, ich glaube, sie ist 100% ein Mädchen. Fix keine Bub. Weil ich glaube, es hängt von der Form des Bauches ab und wenn es so ein Spitzbauch ist, also wenn es so ganz komisch rauskommt, dann glaube ich, ist das ein Bub. Und ich glaube, sie hat jetzt so einen komischen, ja. Man sieht auch in ihrem Video den Bauch so ganz nah. Ich zeig's dir jetzt mal hier, hier eingeblendet, aber ich sagte, das ist für mich ein Spitzbauch. Findest du? Ja! Ich finde, man muss diesen Bauch auch ein bisschen mit Vorwarnung irgendwie zeigen, weil ich das Video zum ersten Mal gesehen habe. Ja, bei dir ist auch ein Mädchen. Mir wird es ein Mädchen. Im 12. Monat. Ich bin jetzt im 12. Monat. Ich glaube, es wird eine kleine Bibi. Aber wie hast du reagiert, als du das Video zum allerersten Mal gesehen hast und den Bauch dann gesehen hast, indem man die Großaufnahme im Close-Up gesehen hat? Ich habe das Video einfach nur unnötig gefunden. Am witzigsten fand ich eigentlich den Julian, der wie das größte Opfer über diesen Stamm gesprungen ist. So richtig gestellt die Szene, so richtig gestellt hat er dann irgendwie so einen Hops, also mit der Hand von der Bibi drüber. Das war so mega kacke. Ich war auch so geschockt. Weil der Bauch kannst du ohne Vorwarnung, das ist immer so der Bauch oder so. Also wenn die jetzt von meinem Bauch sofort zeigen, ohne Vorwarnung, ich weiß nicht, ich finde das besonders schön. Vor allem ihr Bauchnabel ist auch wirklich wunderschön, muss man sagen. Sie können damit auf jeden Fall Bauchnabel-Contests gewinnen. Also du sagst, es wird ein Mädchen, aber ich sage, es wird ein Bursche, eindeutig an einem Spitzbauch. Ja, was glaubt ihr? Macht am besten mal mit in den Kommentaren und schreibt am besten mal rein, Mädchen oder Bub. Ich bin mir sicher, es wird ein Mädchen, aber vielleicht werde ich mein Pferdeorakel nochmal befragen. Unbedingt befragt ein Pferdeorakel. Ich bin mir zu 100% sicher, dass, wenn man schon den Pferdeschwanz und die
Prophezeiungen gemeinsam haben, wird auch die Eskada sagen, es wird ein Junge, da bin ich mir 100% sicher. Denn nicht nur der Bauch ist ein Indiz dafür, sondern einfach jeder rechnet damit, dass Bibi eine zweite Bibi bekommt, aber ich sage, es wird ein Bernhard. Es wird ein richtiger Bernhard. Bianca. Ja genau, so wie Bernhard und Bianca. Ich weiß nicht. Wer kennt Bernhard und Bianca? Jetzt hier unten in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren. Es gibt schon den Geburtstermin, 4. Oktober, gell? Ja, angeblich 4. Oktober. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie die Tochter oder den Sohn nennen wird. Ich hoffe, sie nennt es nach meinem Pferd und zwar Eskada, nachdem die Eskada. Hundertprozentig. Das Video hat nämlich Bibi sicher gesehen und wird sich denken, jawohl, das Pferd hat es gewusst. Es wird der Name Eskada, wenn es ein Mädchen wird. Und wenn es ein Junge wird, heißt es dann Maximilian. Für Mädchen finde ich auch, vor kurzem habe ich eine Frau gehört, die ihr Kind Pandora gerufen hat. Und man dachte, wie gestört kann man sein? Pandora. Liebe Pandora, wenn du dieses Video siehst, es tut mir leid. Wenn die das erste Mal von ihrem Freund wird, dann kann der all seinen Jungs sagen, dass er die Büchse der Pandora zum ersten Mal geöffnet hat. Wer weiß, was es wird? Ich weiß es, es wird ein Junge, du sagst, es wird ein Mädchen. Aber mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Was meint ihr? Bursche oder Mädchen? Junge oder nicht? Schreibt das jetzt in die Kommentare. Ich lese mir alle durch und bin gespannt, was da für eine Relation herauskommt. Wer auf meiner Seite ist, wer es auf Anitas Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Checkt nochmal Anitas Video ab zum Pferdeorakel, denn das war wirklich ein eindeutiger Indiz dafür, dass die These stimmt. Ja, das muss einfach stimmen, dass es ein Junge wird. Das sage ich jetzt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Das war's von Anita. Bis zum nächsten Video. Baba. Tschüss, Baba.